Moin, moin, liebe Leute, schön, dass ihr wieder da seid auf YouTube und natürlich auch danke, dass ihr durchhaltet auf Twitch, liebe Leute, moin, moin, dann einfach mal pauschal alle. Danke fürs Reinschalten, danke fürs dabei sein hier im LS22 Let's Play. Jo, wo wir jetzt in der letzten Folge gemerkt haben, wir kommen mit dem Wasser nicht zurecht. Entweder liegt es daran, dass da ein Dolly zwischengeschaltet ist, dass er irgendwie deswegen einen Fehler verursacht, dass er uns kein Wasser auffüllen will. Ich dachte, wir machen jetzt doch nochmal gleich kamikaze-mäßig, versuchen wir irgendwo runter zum Fluss zu kommen. Und nun setzen wir das Ganze zurück und dann ist es eben am Shop. Oh, haben wir schon Wachstum auf unserem Feld? Nice. Schick, schick. Wir haben erste Wachstumserfolge auf unserem Feld zum hier, ne? Im Oktober sind wir jetzt auch schon. Herbst. Hier kommt jetzt mit großen Schritten. Oh, nice. Und das kostet uns gar nichts. Das ist, wenn man immer so dieses Halbwissen, ne? Irgendjemand hat im Chat gestern geschrieben, Wasser kann man im Graben nicht auffüllen. Wasser kann man im Graben auffüllen. Nach wie vor. Nicht extra programmierbar nötig. Aber ich sehe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir den da rauskriegen, ne, wenn er voll ist. Die Glocke zum Aktivieren. Warte, also ich teste erstmal, ob wir mit 20.000 überhaupt noch rauskommen, weil sonst brauchen wir den starken Traktor, ne? Daraus wird es wahrscheinlich drauf auslaufen. Weil der Neuner ist, jetzt hat er natürlich auch noch schön weiter aufgefüllt. Der Klaas aus der Neuner-Serie hat natürlich deutlich mehr PS unter der Haube. Dürfte das Wasserfass hier eigentlich locker rausziehen. Er kann das nicht mehr schaffen wohl. Zu schwer. Das kann wohl nichts werden. Ja, der kleine Flug. Moin, moin, moin. Komm, zieh, zieh, zieh. Das ist natürlich, müssen wir auch bedenken, war, glaube ich, unser schwächster Traktor. Und ich kann das, glaube ich, leider gar nicht so in der Liste sehen, oder? Kannst nur über die Garage sehen, was wir nachher haben. Aber hier sehe ich die PS-Zahl nicht. War ein bisschen schade. Hier nicht direkt in die Statistik oder so reinkommt. Er gilt als mittelgroß. Hat 246 PS. Kompakt. 105. Der hat 325 und der kann sogar noch deutlich aufgerüstet werden. Na, die nächste, also wie gesagt, die nächste Klasse wäre der Fendt. Zumindest nicht weg. Da fehlt der starke Bauer. Ja, das erste Mal, ne? Jetzt ist er wirklich, wäre erforderlich gewesen. Na gut, kann ich alles haben. Ich glaube, dass so schon mal nichts wird. Wie ist das passiert? Wasser auffüllen im Graben ist günstiger als Wasser teuer einzukaufen. Aber ich hätte das, weiß ich nicht, hätte das, glaube ich, sinnigerweise in die andere Richtung geflügt. Dann würde man nämlich die ganze Zeit so mit dem Hang und nicht dieses Dolle hoch und runter haben. Ne? So, hier wollten wir düngen. Feld 28. 29% haben wir noch gefüllt. Zwar leerer aus, aber das glaube ich klappt noch. Da müssen wir eh auffüllen, weil wir auch am Hof bei uns die letzte Düngerstufe noch aufs Feld hauen wollen. Ne? Wir brauchen auch noch eine gute Spritze. Da steht auch noch auf jeden Fall an Investitionen. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Mit dem tatsächlich diese Flugmission gönnen? Brauchen wir aber noch ein Gewicht. Oh, es gibt eine Tieflader, gibt es im Angebot. Was ist das eigentlich für ein Schüttding? Kann man so ein ganz bisschen was reinschütten, ne? Rundballen-Wickel-Kombi. Für Silageballen.
Nicht, dass wir aktuell die Möglichkeit dafür hätten, ne? Und davon ganz ab. Ein 100er Gewicht. Ich glaube, der hat das 1800er Gewicht dran, ne? Der andere Träger. Geben wir dem mal das 900er Gewicht. So, moin moin und moin moin und moin moin. Meinst du, ob der Dünger reicht im Streuer? Ja. Ich habe jetzt, also wir haben nicht gezählt, ne, aber wie viele Düngermissionen haben wir schon gemacht? So ist der Plan. Wir holen jetzt ein Frontgewicht ab, damit wir zumindest ein Gegengewicht haben, weil sonst wird er den Flug auch nicht hinkriegen. Dann hat er aber vorne ein Frontgewicht, dann tauschen wir es einmal aus, ne, damit wir den Wasseranhänger aus dem Graben rauskriegen. Und hoffentlich geht das so mit dem Klaas, ansonsten müssen wir da noch einen stärkeren Motor einbauen. Ne? Wäre ein bisschen blöd, kann aber sein. Ach, das Wasserfass, wir haben es doch gar nicht verkauft, das steht doch da noch. War mir auch echt nicht sicher. Deswegen auch die Frage, ob das beim Gebrauchtwagen steht. Macht ja keinen Sinn, weil wir es noch gar nicht verkauft haben. Hat ziemlich auch echt wieder voll verwirrt. Krass. Hab mich wieder voll verwirren lassen. Also zur Not hätten wir es noch. Gut zu wissen, ne? Das ist eine Sattgasse. Dann wollen wir da oben nicht hin. Keine Abkürzung. Moin moin, die Leute. Ich wollte, also Orchester schreit, ich würde die Presse kaufen und wollte ja eh in Gras-Equipment investieren. Definitiv werden wir über kurz oder lang auch in Gras investieren. In Gras-Equipment. Aber das hilft uns ja nur, wenn wir dann auch, wir brauchen Mähwerk, wir bräuchten Schwader, damit wir dann Silagebeine entwickeln können. Um Silage so direkt zu verkaufen. Meine BGA und alles ist klar, ist noch in weiter Ferne. Wir haben den Kreditrahmen voll ausgereizt. Da kommen wir direkt wieder runter. Keinen Sinn. Ich hätte aber geradeaus und dann hier hoch, ne? Und dann zu Feld 13 hätte ich genauso gut fahren können. Deswegen glaube ich, das bringt uns irgendwie noch nicht so richtig weiter. Also erstens haben wir kein Grasfeld, zweitens keine Fläche, wo wir Gras anpflanzen könnten, drittens alles andere noch nicht. Und dann hätten wir theoretisch auch eigentlich einen schönen Ladewagen, ne, um Grassilage aufzuschieben, also ein kleines Fahrsilo zu kaufen und voll zu füllen. Das würde ich dann eigentlich eher sehen. Ups. So, Konzentration. Ich sehe Sonnenblumen und Mais. Das sieht erntereif aus. Der Mais ist auch, naja, gut texturmäßig nass. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum ich mit dem jetzt komplett selber fahre. Müssen wir einmal den hier stoppen, ne? Der Düngerstreuer. Aber der ist auch fair. Ist eh gerade am Ende. Also ihr seht, 21% noch übrig und wir haben die Lohndienstleistung schon erfüllt, ne? Düngen auf Feld 3 hätten wir noch, Düngen auf Feld 14. Oh, eine Kartoffelernte. Die Düngermission, die ich jetzt gerade annehmen wollte, die ist auch weg, ne? Feld 3 haben wir aber noch. Mal gucken, wo Feld 3 ist. Ganz hier oben. Ich weiß nicht, dass es nicht mehr blinkt, macht mich ein bisschen stutzig. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch dürfen. Das ist eine meiner Highlight-Funktionen. Ne? Das ist mit diesem praktischen Fahren einfach. Das mag ich echt. Zack, fahr hin. Kostet uns natürlich ein bisschen Lohnergeld, ist klar. Aber so. Das ist natürlich, da müssen wir Ausrüstung mieten, weil klar, wir haben noch keine Zuckerrübenroder. 10. Wie viele Missionen wir hier drin haben. Weitere Flugmissionen. 45 wäre interessant. Die neuen, je nach Feldlage, müsste man angucken.
Aber das möchte ich, also, na. Ja, schön, wenn man alles mal antestet, schon gerade zu Beginn und alles mal sieht, aber ich glaube, Murielle, Moinö, machen wir erstmal nicht, weil wir eh nicht dazu kommen. Nicht zu lange überlegen, sonst passiert das, was mir gestern passiert ist, das stimmt. Ich glaube, weil der andere Probleme kriegen würde, lasse ich den jetzt doch so längs fahren, auch wenn das jetzt natürlich nur eine kurze Bahn ist. Aber so wesentlich, also es geht bestimmt schneller als anders, ne? Weil er nicht bergunter gut geht vielleicht, aber berghoch wird der kleine Sohn kämpfen müssen. Ja, Spaß weg. Und dann fahren wir mit dem einmal Richtung verloren gegangenen Wassertank. Das ist dann irgendwo hier. Habe ich natürlich blöd weggeklickt, also anklicken, hier setzen, auf die Map, irgendwo hier hin, ne? Da connected, also das ist wie gesagt auch meine spannendste Frage, wie das nachher umzusetzen ist oder überhaupt, ob sowas überhaupt machbar ist auf der Marsch oder ob wir halt eben dann dort auf Course Play und Autodrive warten müssen. So, gut getauscht, ne? Ja, schon angekommen. Es geht auch immer schnell, das schockt. Glaube ich, darf hier nicht mehr düngen, oder? Kann das sein? Weil der arbeitet ja auch weiter, ne? Wenn wir zu lange brauchen, eine Mission. Na, aber doch, das sieht so aus. Hier sehen wir zum ersten Mal so richtig diese übertrieben krasse Streubreite, oder? Aber es ist kein Mod, es ist kein Cheat. Kann wohl in Wirklichkeit so krass streuen. Macht das Fahren ja nicht mal so einfach. Aber gut, wenn das kann. Da freue ich mich auch später wieder, wenn es neue Texturen gibt für diese Sachen. Ne? Also wenn wir so einen leichten Düngerfilm auf den Feldern sehen, das muss nicht komplett weiß sein, soll ja auch nicht, aber so leichte optische Absetzung, das kann nicht schaden. Mit der Zeit gewinnt man auch ein kleines Gefühl dafür, ne? Für die Spreubreite, aber schon krass. Wie schon kaputt. Der hat LS22 kaputt gemacht. Geschafft. So, 17% hat er noch an Dünger. Also entweder es gibt jetzt noch was in der Nähe, was wir geschickterweise mitnehmen können auf dem Weg Richtung Hof an Dünger. Aber ich glaube, die Dünger sind aus. Wir haben zu viel gedüngt. 30 Spritzen. Also Spritztechnik sollten wir bald mal investieren. Mit dem fahren wir jetzt zum Hof. Da können wir noch unser eigenes Feld mit düngen und da müssen wir bald mal ein bisschen neue Dünger bestellen, ne, damit wir wieder neues Dünger im Silo bekommen. Zum Hof. Hm.
Wow, fett, Stimme kommt ja ganz anders rüber mit ordentlichen Lautsprechern, okay? Das freut mich, wenn es jetzt positiv ist. Man weiß es nicht. Ich mach mal lieber die Lampe an. Kann ich nicht, weil automatischer Helfer fährt. So. Guck mal, der schafft das. Der macht das gut. Der kann das. Der kann das schaffen. Und er ist gerade am Hof angekommen. Er hat noch ein bisschen rum. Jetzt gucken wir, ob wir mit dem unser Wasserfass so rausgezogen kriegen oder ob wir dem noch, wie gesagt, mehr PS gönnen müssen. Das ist unser, ne? Unser erstes schönes Weizenfeld, wo wir nachher auf großen Ertrag hoffen. Viel Stroh, viel Getreide. So, was sagt ihr, liebe Leute? Glaubt ihr, der zieht ihn so weg? Oder muss er auch richtig kämpfen? Hört mal rein, liebe Leute. Zieht weg oder kämpfen? $9,000 für Seen ist eine Mission drin, okay. Orchestro sagt, ja, der packt es. Außen kämpfen, packt er, kämpfen. Okay, also 3, 2, 1. Man hört die Anstrengung, ne? Aber ich muss jetzt nicht vor, zurück, hin und her, sondern er zieht es raus. Das ist also, er muss kämpfen, also nach dem Motto, weil man hört es am Motor. Aber es ist einfach nur rausfahren. Deutlich stärker. Das ist schon eine andere Hausnummer. Und wir haben jetzt immerhin 27.000 Liter Wasser. Das reicht, um das eine aufzufüllen und das andere aus so ein bisschen. In Zukunft können wir unser Wasser günstig im Graben organisieren. Nur ein bisschen mit Vorsicht das Ganze, ne? Er hat auf jeden Fall Kraft und der Sound kommt cool rüber, ne? Durch die Anstrengung. Oh, was da denn passiert? Sind das normale Paletten? Das kann ja auch nicht deren Ernst sein, oder? Macht ihr das? Das noch falsch eingestellt? Tomaten behalten. Machen wir auch direkt verkaufen. Mal gucken, ob der alles verkauft, alle Tomaten, die da stehen. Danke dir. Was hier los? Farmers Delight. 16 Monate. Danke dir für Support. Eine andere Stelle noch zum Auffüllen suchen, könnte man machen, ja. Mal gucken, wird das jetzt alles wieder verkauft? Ich glaube nicht. Da steht es für immer hier rum, bis wir es verkaufen. Frage, können wir dann überhaupt abladen mit dem? Jo. Ja, okay, guck mal, hier auch. War auch direkt behalten. Jetzt fangen die an, das hier aufzustapeln. Weil ich dachte, von wegen, es gibt bald bessere Preise. Aber wenn die das jetzt hier dann nicht verkaufen, ist natürlich auch blöd, ne? Schon mal gut gemacht, dass wir dann so eine Kollision, das ist schick. Und wir das Ganze auch mit Hand tragen können. Wir brauchten dann jetzt halt einen Tieflader, wo wir das nachher irgendwann alles verladen können, ne? Ach, der kippt jetzt weiter aus, obwohl ich gar nicht gesagt habe, mach mal Pause. Der Düngerstreuer ist angekommen. Es gibt bestimmt noch besser zugängliche Stellen, aber die haben wir nicht in der Nähe. Runtergefahren oder hier runtergefahren. Und das ist kein Problem.
glaube, wir sind ungefähr hier irgendwo hoch, ne? Schöner wäre es natürlich, wenn man hier rückwärts gleich so ist, aber das ist dann auch zu riskant. So weit runter will man ja auch nicht. Und da wieder hochfährt, ne? Weil da ist wirklich schön, schön entspannt hochzufahren. Danke für den Follow. Ja, wir tanken mittlerweile Wasser auf jeden Fall im Graben. Ist ganz praktisch. Hat eine Menge Geld. Und wir haben mit dem großen Fass ja auch gar keine andere Möglichkeit. Ich hätte das ja sonst... hätte das ja sonst tatsächlich eingekauft, das Wasser. Ja, stimmt, macht Sinn, dass wir von der anderen Seite rum, dann hier rum und dann können wir in die Richtung stehen und da kann man ganz entspannt rausfahren. Können wir in Zukunft so machen. Ich glaube, das ist tatsächlich kein Problem dann. Und wir wissen, dass wir bei dem Motor immer noch eine 100 PS Reserve haben, wenn wir da nochmal Geld investieren. Ein Kraft. So, also dieses Maisfeld könnte ich mir gut noch vorstellen für uns, weil wir das dann komplett an unser Weizenfeld noch dran packen können. Wir sind dann wahrscheinlich ein bisschen zu spät mit der Aussaat für Weizen, aber da muss man sich dann irgendwas einfallen lassen. Mahlzeit. Rückwärts runterfahren würde auch gehen. Wenn ich es kann. Unser Feld hier haben wir schon groß schön vergrößert, sodass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Ja, hier geht nichts mehr rein, aber wenn wir weiterfahren, merkt er schon, ah, hier geht was rein. Macht er direkt weiter, ne? Das ist praktisch. Wie viel ist jetzt auf so einer Palette hier drauf? 1000 oder? Ne, 200. 300. Also 5 Stück wären 1000. 5 Stück wären nachher 1500 Einnahmen oder so. Kennt sich jetzt schon einer perfekt mit der Preisgeschichte aus? Auch voll. Dann können wir hier nochmal nachfüllen. Das ist richtig praktisch. Also kennt sich einer mit der Preisgeschichte aus? Kennt sich einer mit der Preisgeschichte aus? So, das war's. Ja, was wir hier noch hinsetzen, später irgendwann, weiß man noch nicht, ne? Ich würde jetzt erstmal hier unser Fass abstellen. In die Richtung, wo es so am wenigsten auch stört. Stört nur wohl so. Müssen wir den erstmal retten. Oh, der hat auch gleich die Lampen an hier. Mach mal aus. Shelly hat keine Ahnung von den Preisen. Alle anderen auch nicht, ne? Weil keiner schreibt, hat keine Ahnung. Auch keine Interpretation zu dem Thema. Ich zeige euch nochmal, was ich meine, liebe Leute. Vielleicht nochmal ein bisschen leichter zu verstehen, weil vielleicht auch nicht jeder jetzt gestern komplett mit dabei war. Also wir haben ja jetzt hier zum Beispiel, sieht man das? Ja. Ich dachte, vielleicht sieht man das ja irgendwo hier von den Tomaten vom Salatbestand. Erdbeeren. Ja. Hier Salat, ne? Preisfallend. Aber wenn wir uns die Preisänderung angucken, ist das so dieser Schwank? Ich verstehe es immer noch nicht. Wir sind ja jetzt im Oktober. Also eigentlich ist der schlechteste Preis aktuell für Salat oder wie. Es ist irgendwie so, in diesem Bereich hält es sich auf, wenn ich das richtig sehe. Und im November müsste er schon deutlich steigen. Raps bringt mehr Geld in der Frucht, ja, aber ich habe ja keinen Ertrag aus dem Stroh. Und da wir einen großen Strohsammelwagen haben und durch Stroh man immer noch mal einen ganzen Schwung extra Geld verdient, natürlich hat man einen Arbeitsschritt mehr und verbraucht auch so ein bisschen mehr Zeit bei der Bewirtschaftung seines Feldes.
Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das mehr rechnet. Also ich mache mehr Geld mit Weizen und Stroh zusammen, als wenn ich jetzt Raps ernten würde. Hab aber natürlich auch ein bisschen mehr zu tun, weil Raps, Vorteil, weniger Abfahren, weniger, ne, weniger Menge Ertrag, also weniger Hektar Ertrag, heißt weniger hin und her Eiern. Das sieht aber auch schon gut aus. Kann nur ein bisschen näher rangehen, dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Und bei unserem eigenen Feld wäre natürlich schon nice, wenn wir so gut wie alles auch treffen vom Dünger her, ne? Hätte Vorteile. Also ganz traurig der Breite noch nicht. Aber ihr seht ja, der Verdüngerverbrauch ist auch ganz entspannt, ne? Das ist nicht schlimm. So, sind wir jetzt. Ich glaube, wir haben sogar einigermaßen getroffen. Ja. Ziemlich gut aus von der Düngermap. Biogas kann ich dir nicht sagen. Haben wir nicht. Und ich bin nicht der, der jetzt hier alles Geld sich schnell aufs Konto raufhaut, damit ich alles mal Zeit teste und zeigen kann. Ich spiele jetzt hier entspannt. Und deswegen werde ich Biogas, werdet ihr wahrscheinlich selber teilweise Biogas an euren Spielständen früher sehen als ich. Kann durchaus passieren. So, das Feld ist dann auch gedüngt, das haben wir. Dann lass uns mal schnell mal generell nochmal die Mission abchecken. Da haben wir jetzt die Ernten, Feld 10 ist immer noch drin, wird gut vergütet. Flugmissionen, Spritzmissionen, ja, eine Spritze brauchen wir jetzt ja bald, ne? Und eine Seemission gibt es auch noch. Da sollen wir Gerste aus anpflanzen. Das Problem ist aber, dass wir unseren eigenen Dünger, glaube ich, verwenden würden, ne? Wenn wir jetzt Feld 36 anpflanzen. Weil wir haben ja eine Seemaschine, eine 36 ist das hier auch. Könnten wir die Seemaschine gut ins Geld kriegen. 39 kostet 112.000. Da ist Körnermais drauf, ne? Wir hätten dann aber noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, Pflanzsaison technisch. Wir könnten da auch noch Weizen anpflanzen. Ich weiß nicht, ob das dann gleichzeitig reif wird. Und wir könnten aus 38 und 39 erstmal schön ein zusammenliegendes Feld machen. Ne? Und in der nächsten Saison erweitern wir das dann vielleicht noch hier um 41 oder 42 oder im besten Fall beides, sodass das nachher ein ordentliches Feld ist oder halt zwei Felder sind. Damit wir halt auch so ein bisschen unterschiedliches Getreide anbauen können. Also ich sehe das so, das sollten wir machen. Einwände? Irgendwelche Einwände, außer die Farbe des Dreschers fürs Schneidwerk. Ja, das mit dem Kaufen hat sich eingebrannt, ne? Da haben wir ja wirklich schon mehrmals negative Erfahrungen gemacht. Das heißt, immer gleich kaufen. Was sagt denn der Händler eigentlich? Haben wir jetzt hier Maisgebiss im Schnäppchen? Brauchen wir. Okay. Brauchen wir. Also Maispflücker, wir können für den eigentlich nur... Also das ist ja, wenn man den Drescher anklickt und sagt C... empfiehlt er mir ja gleich passende. Und das ist einfach nur das für 6 Meter Schneidwerksbreite. Farblich leider nicht konfigurierbar und kostet einfach 63.000. Aber wir haben es, ne? Ich glaube, das sollen wir mal machen. Und bevor, also ne, wir kennen das Problem. Also sind jetzt, ne, das haben wir schon, also oh, nur noch 343.000. Ich sehe langsam echt einen Kontostand.
Ich glaube, ist gleich schon am Shop. Dann machen wir das doch erst. Haben ist besser als brauchen, ja. Das ist immer noch schön. Also. Und sagen, wie sehe ich denn aus? Ist dann ein Helfer, ne? Kurz mal geändert. Also wir können jetzt unser Wasserfass noch verkaufen, bevor es weniger Geld wird. Weniger Geld wert wird. Für 8.100, weil es noch super Zustand. Nice. Und jetzt würde es natürlich auch Sinn machen, ob das erstmal in Gebrauchtmaschinen mit drin ist. Aber ist es hier nicht. Aber Multiplayer ist eine coole Option. Die macht ja auch Sinn, sowas im Multiplayer einzubauen. Wenn ich dann jetzt hier für die Hälfte wieder zurückkaufen könnte, so gefunden. Ja, oder? Das macht ja auch keinen Sinn. Die Empfehlung im Shop finde ich sehr schön, sagt Shelly. Wer geht damit? Kannst ja aber wieder. Ich kann keinen Kredit holen, ich habe Kredit ausgereizt. Und da wir ja Maschinen kaufen und die Maschinen ja erstmal alle ein bisschen an Wert verlieren durch Abnutzung, wird das Kreditlimit jetzt hier nicht ständig wachsen. Ne? Das muss klar sein. Wir müssen jetzt erstmal hier mit zurechtkommen. Hellboy, danke für die Info. Das erhöht aber nicht den Ertrag bei allen, das ist schon klar. Ne? Du brauchst keine Bienen neben Weizenfeld. Das bringt dir null. Du brauchst Bienen neben Raps oder Sonnenblumen. Ich glaube sogar auch Kartoffeln, wobei da im Chat, glaube ich, gleich schon gesagt wurde, macht keinen Sinn. Auf Kartoffelpflanzen gehen Bienen nicht, aber okay. Ich will mich nicht mehr. Also ich kann mich natürlich immer überschummeln hoch Krediten. Ne? Das haben wir im LS19 Jahr teilweise auch gemacht. Einfach gesagt, komm, ich packe mir jetzt 1 Million mehr Schulden rauf. Dadurch erhöhe ich aber auch in der XML-Datei im Safe Game erhöhe ich mir auch die Schulden, ne, um dann nicht zu schummeln. Auf 40 wäre sonst auch noch eine Option, ne? Da ist ja auch Sonnenblume drauf. Könnten wir mit unserem Schneidwerk auch ernten. Aber es ist auch echt nur, das sind nur Minifelder eben, ne? Muss auch klar sein. Schummeln ist Mist, sehe ich auch so. Wir arbeiten uns das, deswegen, ich denke mit 300.000 passt schon, ne? Wir müssen uns am Anfang, muss man halt erstmal ein bisschen Lohnaufträge machen. Über den Winter werden wir durch die Gewächshäuser Geld verdienen. Bisschen, ne? Wir haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht dann. Schon. Kartoffeln ist keine bienenrelevante Pflanze. Du hattest das wahrscheinlich gesagt, ne? Ist gleich aufgeklärt, dass eigentlich keinen Sinn macht, was LS da macht. Bei Kartoffeln. Ich meine, für Sonnenblume und für Raps ist ja durchaus, also bei Raps, ja, ist das klar. Sonnenblume denke ich auch. Und ich sehe, Zeit rennt uns schon wieder davon, liebe Leute. Also, Dreschen in der nächsten Folge. Echt so, ne? Echt so. Wir sind schon wieder irgendwie bei 33, 34 Minuten. Von daher, liebe Leute, gibt's einmal Outro und Intro. Danke fürs Reinschalten. YouTube-technisch geht's dann irgendwie, ne, bald weiter. Und Twitch gleich. Bis dann.